Ja, hallo liebe Leute, während das erste Video hier noch rechnet, starte ich schon mit dem nächsten Tutorial. Hier steht Blender 2.8, das stimmt aber so nicht. Das ist die Version, das haben wir hier, die Blender 2.93.2. Und in der mache ich jetzt genau dasselbe. Ich konstruiere diesen Haken, den wir da gerade gesehen haben. Und ich lösche erstmal hier alles raus, dann wechseln wir in den Orthografie-Modus, das heißt nicht mehr in Perspektive arbeitend in die Aufsicht. Das mache ich über den, machen wir oben die Befehle an, das heißt über die Nummern, Zeilentasten 7 gehe ich in die Aufsicht und wir gehen hier File und dann Import. Dann haben wir hier STL. So, die STL liegt bei mir im Downloads-Verzeichnis in 3D-Druck. Thingiverse und da haben wir hier Haken unter Files. Hier, das ist der originale Haken, das ist der, den ich gerade in FreeCAD geändert habe. Den will ich natürlich nicht importieren. Ich importiere den originalen Haken. Da haben wir ihn. Und den möchte ich jetzt das Maß hier oben ganz einfach ändern. Und zwar, das soll weiter reingehen, damit das in andere Türen reinpasst. Wie mache ich das im Blender? Das heißt, ich selektiere das Objekt. Tippe einmal die Tab-Taste, dann bin ich im Edit-Mode, das sehen wir hier, Edit-Mode, und ich habe hier so Punkte. Dann klicke ich einmal daneben, dann sind die alle deselektiert, die Punkte, und ich kann jetzt hier oben Änderungen vornehmen. Um das hier komplett zu selektieren, wechsle ich einmal hier, klicke ich dahin, das heißt Toggle X-Ray wird das genannt. Dann sieht man hier auch, die Anzeige ändert sich ein bisschen. Wenn ich nun hier einfach ein Rähmchen aufziehe und das selektiere. Wir können jetzt ganz einfach mittlere Maustaste das hier mal bewegen. Dann sieht man, dass alles selektiert wird, auch die Punkte, die dahinter liegen. Ich wechsle wieder über 7 in die Aufsicht. Jetzt möchte ich das hier einfach bearbeiten. Was mache ich? Ich drücke einmal G. Dann kann ich das hier bewegen. Dann tippe ich die Taste X. Dann wird das in X-Richtung bewegt. Und hier oben sehen wir, da minus, er nennt das Meter, es sind aber Millimeter. Das heißt, wenn ich jetzt weiß, ich möchte das Ganze halt um ein paar Millimeter verschieben, beginnen wir nochmal, hier sind wir bei 0, also GX und dann sehen wir minus 4, minus 5, machen wir minus 6 Millimeter, minus 6. Einfach minus 6 auf dem Tastenfeld drücken, die Enter-Taste, dann ist das Teil verschoben. Ich kann nun die Tab-Taste wieder drücken, bin im Objektmodus. Dann gehen wir hier mit selektiertem Objekt, File, Export, STL. Dann machen wir es am besten in dasselbe Verzeichnis. Downloads, bis 3D-Druck, Thingiverse, Haken. Und dann geben wir dem einen neuen Namen, das nennen wir mal Haken Blender.stl und einmal Export STL hier unten klicken und schon ist der Haken mit dem geänderten Abstand exportiert und ich kann jetzt wie vorhin auch in Cura das Ganze importieren. Machen wir das nochmal grad. So, da ist Cura offen, Steuerung O. Wir importieren wieder, gehe ich in das passende Verzeichnis. Das heißt, hier ist das das Download-Verzeichnis. Da war es gerade. Downloads. Ja, das 3D-Druck. Cura ist ja manchmal ein wenig langsam beim Aufbau von Verzeichnissen. Und dann haben wir hier Thingiverse und den Haken. Und jetzt kann ich den Haken-Blender hier öffnen. Und da ist er drin. Kann den slicen. Und der druckt auch in ungefähr einer Stunde. Dann brauchen wir das nur abspeichern und können das halt dann zum Drucker geben. Okay, das war es zu diesem Tutorial. Wesentlich kürzer, schneller als alles mit CAD. Und vor allen Dingen sehr einfach nachzuvollziehen, so hoffe ich. Wenn es Fragen gibt, bitte fragen. Und wenn euch solche Videos gefallen, so lasst auch gerne ein Abo da. Klick auf die Glocke, dann bekommt ihr Infos, wenn ich neue Videos mache und damit wünsche ich alles Gute beim FreeCAD, beim Blendern und beim 3D-Drucken. Tschüss!